eine Messung ab. Gewöhnlich kommt der Patient, zieht sich die Schuhe und Strümpfe aus, stellt sich barfuß auf diese Waage und wir sehen hier vier Elektroden, einmal im Bereich der Fußsohlen und einmal im Bereich der Hände, über die dann ein Niedervoltstrom durch den Körper fließt. Und aus diesen Widerstandsberechnungen weiß man nachher ganz genau, wie ist dieser Mensch in seinen einzelnen Körpergeweben, also Muskelmasse, Fettmasse und auch Wasser, zusammengesetzt.